Mahlzeit, Freunde. Willkommen bei meinem Speedshop. Pass auf, hier ist Harry. Und Harry hat gemeint, ich muss einen Topolino abholen. Ne? Der ist heile in Stadt gesetzt. Und jetzt soll er mal Gurke fahren. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Trabi gefahren. Ja, jetzt bist du drin. Und ich habe den ganz gut eingestellt, da kommst du mir klar. Ja? Mhm. Pass auf. Ich erkläre dir erstmal die Schaltung. Ja. Pass auf, du hast ja so, hier ist die Mitte, ne? Ja. Das ist Leerlauf. Ja. Und ran zu mir ran, nach oben ist du rückwärts. Nee, das ist für Oberrekord. Pass auf, du musst. Popelrekord. Pass auf, wenn du jetzt den ersten Gang ist, erster Widerstand, ist ein Widerstand, ja. Denn dann gehst du noch weiter rein. Ja. Das ist rückwärts. Also. Erster Widerstand unten, erster, zweiter, raus, dritter und dann vierter. Hat der vier Gänge? Ja. Fortschrittliches Auto. Oh. Ja, pass auf, geh mal rückwärtsgang. Okay. Jetzt geh mal einen rückwärtsgang erstmal. Ganz rein und nach unten. Jetzt müssen wir den Benzinhahn öffnen, weil ohne Benzinhahn läufst du, kommst du nicht weit. Das ist der Hahn hier. Guck mal, das ist hier einmal Z für zu, R für Reserve, A für auf. Der braucht noch Benzin? Ja, komm mal vor. Wo du nichts reinsteckst, kommt nichts raus. Pass auf, ich mache den jetzt mal auf. Ja. So, jetzt mach den mal an. Mit ein bisschen Gas starten. Ja. Oh. Ah, einfach ein bisschen zu wenig Gas. Na, das hilft nicht. Der hat keine Beschleunigerpumpe. Der muss ein bisschen Schok geben. Der läuft zu mager. Warte, du ziehst ein bisschen Schok raus. Jetzt orgel noch mal an mit Gas. Er kommt. Das Auto weigert sich. Das Auto hat keinen Bock. Das Auto hat keinen Bock, ich schwöre dir das. Harry, ich schwöre, das Auto hat keinen Bock. Ich sag dir das. Mal her, warte. So, du machst das. Du hast mit deinem Fuß den Wagen immer wieder ausgemacht. Du hast mit deinem Fuß gegen den Schüttelbund gekommen, hast ihn wieder ausgemacht. So, Schok rein. Jetzt machst du einen Rückwärtsgang rein. Ganz rein und nach unten. Gehen hier. Ganz rein und nach unten. Jetzt kannst du rückwärts ausparken. Der hat sogar Spiegel, aber einer geht in den Himmel und der andere guckt nach unten. So, Harry macht rückwärts ausparken, aber er ist ja fehlerfrei. Ja, fahr mal hinten den Bulli lang und dann muss er an dich laufen. Es ist ja der absolute Wahnsinn. So, das ist die Obergurke. So, mit Leerlauf rausziehen einmal. Jetzt der erste Widerstand, der kommt, merkst du gleich. Siehst du denn noch runter? Guck, du den ersten Gang gefunden hast. Ah, fühlt sich der erste Gang an. Aber mit der Gangschaltung bist du gut dabei. Jetzt noch den zweiten rein. Ich glaub das nicht. Das ist für dich ein Leistungsschub jetzt, weil du hast die 26 PS. Nein. Ja. Und Bremsen hat er auch. Ja. Aber ohne Bremsen fahren wir nach Kroatien. Mit der Handbremse vielleicht. So, rausziehen. Unten ist der nächste, genau. Harry, du fährst ja so wie der Meister. Der absolute Gurkenmeister. Ich glaub das nicht. Ja, das ist wie ein Turbo, das ist wie ein Turbolino, nur mit mehr Leistung. Halt. Wo ist denn jetzt hin? Ich muss doch die Flasche Sekt mitnehmen. Oh, ja, dann dreh mal schnell um. Aber schalten kannst du nass rein, ne? Wie versagt. Was du gesagt haben. Da brauchst du mir alles nur einmal erzählen. Ja, dann hör doch gerne. Daran sieht man, der geübte Oldtimer-Fahrer, der Gurk, ne? Der Gurk immer. Was soll ich dann in meinem Club erzählen? Oh. Warte, ich hol die Buddel eben raus. Beifahrersitz, ne? Ja. Die Frage ist nur, wie ich das Video jetzt? Ich kann das Video nicht nennen, Harry reitet meine Gurke. Das wäre zu zweideutig. Das ist das komplette Gurkengefühl. Jetzt hast du das. Jetzt hast du das Feeling. Und was meinst du? Wenn ich mir überlege, dass das Ding jetzt noch einen vierten Gang hat, das ist ja absoluter Wahnsinn. Spitze läuft ja 120 ungefähr. Nee. Ja? Und laut Tacho, also echte 110. Pass auf, die Rest von links geschüttet hier auf. Ne? Da kommt man jetzt rechtzeitig zum Stehen. Gestern habe ich fast einen geschnitten hier. Nee. Ja, aber dann kam noch mal eine Oma rausgefahren. Ich habe angerollt, langsam, sah frei aus, dann kam eine Oma angeguckt. Nee. Ja, gefährliche Ecke. Sag mal, muss man für dieses Auto jetzt einen extra Führerschein machen? Einen extra Gurkenlappen? Ja, warum nicht? Du
bis zum zweiten Gang, ne? Ja, hat ja ein bisschen hohen Standgas, kann das ja, sein. Ja, ich hab ihn höher gedreht wegen dem Licht. Ja, wenn Licht an ist, dass er ein bisschen die schöner dreht. Habe ich aus dem Kroatien so gelöst. Weil ich habe viel, guck mal, ich habe viele Verbraucher hier drin. Ne? Ich hab die extra Anlage, ich habe zwei Batterien drin, ich habe hier Scheibenwischer an, zieht auch Strom bis und geht nicht mehr. Wenn er an ist, habe ich noch ein Radio mit Bildschirm drin, zieht alles Strom. Kannst du den Fernseher, ja. Fernseher machen. Ja, wir müssen gucken. Mach mal den Blinker eben aus. Kommst du weiter. So, jetzt kommst du im vierten Gang. Du musst einfach merken, im vierten Gang, wenn du von Gas gehst, geht er auf Leerlauf. Geh auf von Gas. Jetzt hat er einen Freilauf im vierten Gang. Mein Vater steht KW früher auch. Genau, der hat aber nur den vierten Gang mit Freilauf. Weißt du, so Verschaltung von meiner und vom Motor stehen. So. Da fährst du mit nach Kroatien. Ja. Und bis, zurück. Bist du. Auf dieses Auto, da habe ich so viel Vertrauen drin. Das stimmt. Könnte mein Freund werden. Ja, also von Fahren her, also wie gesagt, das ist halt wie ein Topolino, nur halt das Pferd. Dankeschön. Vielen Dank. Oh. Diesmal war nicht so faul, es ist nicht zu reparieren. Ne? Wie gesagt, da fahre ich eigentlich seit Jahren jeden Tag mit mir gegen. Nur seit einem halben Jahr war ich abstinent, weil ich keinen Bock gehabt habe, den Heiler zu machen. Und da war er traurig. Da war er traurig. Das läuft doch wieder. Ich habe schon wieder 250 Kilometer draufgefahren. Ah. In 3 Tagen. Fährt ja relativ viel, ne? Brauchst du um die 5 Liter? Was? Brauchst du um die 5 Liter Zweitaktgemisch oder was? Nicht mehr? Mehr nicht. Also ja, den hab ich ausgefädelt auf 5 Liter für den Sparvergaser. Wie kommt das? Ja, wieso? Was heißt, hat doch 600 Kubik. Wo soll denn alles hin? Ja, trotzdem. Meine Turbolinos brauchen 25. Ja, aber die liegt doch daran, weil die meist nur Kutschland gefahren, ne? Du, ich hab ihn ausgefädelt auf dem Weg nach Kroatien 5 Liter. Nein, mit Hänger? Mit Hänger. Ach Mann, das kann doch nicht sein. Ja! Da braucht ja mein Rex am Riemen. Ungefähr so muss er hin. Ich hab ihn noch nie gequält, pass auf, hier blitzen sie auch irgendwo. Die haben sie Tina heute erwischt. Ach. Hat sie mir erzählt. Hier beim Bäcker irgendwo haben sie gestanden. Aber gut, wenn der Trabi 50 anzeigt, 40 anzeigt, fährt er wirklich halt 50. Muss man 10 km/h Toleranz bei dem Tacho rechnen. Aha, also dürfen wir ein bisschen schneller fahren. Ja, genau. Also du denkst immer, du wirst mit diesem Auto schnell, bist du aber eigentlich gar nicht. Ach so. Okay. Guck mal, das ist mein Arbeitskollege, mein ehemaliger. Das sind zwei. Die haben jetzt die Score übernommen, meine alte Firma. Das ist Ingo. Hat der vorne einen Trick? Ja. Ja. Hab ich jetzt vollgetrieben. Also der Name läuft noch nicht wirklich, ne? Die habe ich auch schon beliefert. Ach, Leckerladen, der Bäcker meinst du? Ja. Der hat auch viel Konkurrenz, ne? Da ist auch nicht viel los. Fahr mal wieder am vierten. Im vierten läuft der am besten. Das musst du merken. Und fährt Hanna den auch schon? Nee, Hanna fährt nur mit. Ach, Hanna fährt mit. Ich krieg die Gänge nicht rein. Hat Hanna euch erzählt, dass ich gestern mit ihr Weihnachtslieder gesungen habe? Die wäre doch dabei gewesen. Hast du Weihnachtslieder und hast du doch nicht gehört? Also du hast gesungen und sie hat zugeguckt. Nein, sie hat 2 Lieder, hat sie auch mit. Echt? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Nicht schlecht. Absolut. Ja. Das lief ja. Dann habe ich ihr noch ein Märchen erzählt. Dann hatten wir fast Weihnachtsstimmung, aber ich habe dann gemerkt, dann hatte sie auch keinen Bock mehr. Ja, Weihnachten. Dann wollte sie von der Weihnachtsscheiße nichts mehr hören. Ey. Weihnachten ohne Geschenke ist ja langweilig. Ja, weiß Bescheid. Ist so. Kannst du haben, was du willst. Dann haben wir noch ein bisschen gemalt. Aber wenn wir jetzt trockenes, windiges Wetter haben, will ich mit ihr einen Drachen bauen. Oha. Ja, dann meinen wir, dass wir einen Drachen steigen. Ja, warum denn nicht? Wir müssen bloß da irgendwo machen. Welchen Drachen nehmen wir, deinen oder meinen? Meine eigentlich auch. Ja. Das geht eigentlich, ne? Wir wollen uns mal lieber nicht beklagen. Nee, wollte ich gerade sagen. Hier der LKW, der so die frühen da, den will ich eigentlich gerne haben. Das ist ein Robo. Ach, den? Bin ich wieder auf der Jagd nach. Auf der Gurkenjagd. Der Gurkenjagd. Bin der Gurkenjäger. Hier, guck mal, da ist der Bart, Max. Oh, der scheidet sich gut, Max. Du, das Auto ist komplett. Ich halte ihn ja mal in Stand, ne? Ich hatte einen Vogurig in Stand mit einem Kabelbinder hier und ein bisschen Vogurig da, ne? Aber hier, das Auto ist technisch vollkommen einsatzbereit, da kannst du überall mit hinfahren. Ich habe schon gemerkt, also Kabelbinder ist eigentlich bei dir der am meisten vorkommendste Artikel. Ich werde Lichtschalter mal angucken. Das sind 4 Kabelbinder, halten die nur fest.
Und ein bisschen Sikaflex. Guck mal, da steht mein Traumauto wieder. Der schöne K30. Ah. Ja, fahr mal Kevin mal drauf. Und dann kriegt er einen Anfall, wenn er das Gurken nicht will. Harry, an diesem Auto geht alles. Alles funktioniert hier ran. Wenn hier nichts rangehen würde, guck mal, der hat sogar eine Lichterkette. Pass mal auf, wenn ich jetzt hier anmache, ist diese Lichterkette. Die kann man raus. Die kann man, wenn man nass am Campen ist, kann man die raushängen. Das kann man auch machen. Ja, klar. Das ist der Nachteil an den Kiefer sitzen. Der ist halt ein bisschen enger mit den Gurten. Kommt man ganz scheiße ran. Und was meinst du? Kann man so ein Ding fahren? Ja, absolut. Absolut. Geht doch, ne? Absolut. Kannst du ja mit dem Turbolino duellieren, oder nicht? Der Johnson von. Der Johnson davon, von England, der Premierminister. Ja. Er sagt, absolut. Ja, absolut, Ruder, ne, Mann? Ja. Und absolut. Sektolini, aber ich muss ihn wieder einpacken. Der ist bei unseren Gurken fast hier rausgerutscht. Ich sehe Harry, der Herr schon die bei Kleinanzeigen. Oh, was kostet so eine Gurke eigentlich? Weil im Vergleich zum Turbolino ist natürlich so ein Trabant ein deutlich günstigeres Alternativ-Auto-Spezial. Und nach meinem eigenen Geschmack auch das bessere Auto. Wie gesagt, das hat die ausgereiftere Gurkentechnik. Aber dafür sind die Dinger auch 150 Jahre älter. Können die beiden Leute denken auch, sie sind bekloppt. Guck mal, da kommt erstmal die Oldtimer, da kommt die nächste Gurke. So, ja, bremse mal ein, Öl. Die fängt an zu quietschen, wenn ich auf Pedal drücke. Wisst ihr, quietschen ist immer die Vorstufe von Abbrechen. Ne? Das Thema haben wir auch schon mal öfters gehabt. Ne, hört das? Quietsch, quietsch. Wollen wir nicht haben. Quietschen ist ein Scheißgeräusch. So, mal gucken, ob wir rum können. Dann sprintet uns ein bisschen die Sicht weg. Das einzige Auto der Welt, wo ich mich als Trabantfahrer überlegen fühle. Weil der hat nämlich nur 13 PS und wir haben 26. Das heißt, wir haben mal eben original das Doppelte an Leistung. Richtig gurkig. Also wir halten uns mal hinter, Harry. Falls irgendwas passiert jetzt mit dem Auto, keine Ahnung was, können wir wenigstens eingreifen. Ne? Kann eine Panne sein. Aber soll ich wieder bremsen, er hat neue Bremsen gekriegt. Hier bei Kevin in ihr Gehörgebiet und macht eigentlich einen ganz guten Eindruck sonst, ne? Weil der hat vorher nicht gebremst. Der Hauptbremszünder hat gefehlt und hier alle vier Radbremszünder waren platt. Die wurden wieder instand gesetzt, weil die wir zugeliefert haben, die neuen haben wir nicht gepasst. Boah, ist das langsam, das Ding. Aber das klingt wie ein Rasenmäher. Muss ich mal anhören. Also wie diese Go-Kart-Motoren. Kennt ihr diese einzelnen Go-Kart-Motoren? Diese komischen. Die klingen genauso wie der Turbolino. Sonst heißt das Ding. Übrigens zu unserer Stadio-Powerbank, die ich mal, diese Orange, die ich da mal damals hier beworben habe, unserem Werbevideo, die kann ich echt empfehlen. Ne? Ich habe gestern damit einen tiefenentladenden VW Touareg V10 TDI gebrückt. Und der ist damit auf Schlag angesprochen. Und im Kaltzustand. Weil eben so nebenbei merkt. Also kann man echt nehmen, so ein Ding. Die China Powerbanks. Hier, das hier mein Arbeitskollege. Mein ehemaliger. Ingo gammelt da wieder rum. Schild im Auto rum. Genießt sein Leben. Und wir gurken weiter. So wie unser Gurkenleben hier halt so ist. So. Schon lustig aus. Einzige ist halt, müssen wir von den Grünen weg. Alle Turbolino sind irgendwie grün. Ja, mal gucken, wenn wir gleich überholen können, überholen wir ihn gleich mal. Zeigen wir mal für überragende Leistung unser Trabant hat, unser Sachsenring. Ich will mal hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich habe jetzt was Wichtigeres zu tun. Ich muss auch zum TÜV. Hab mir noch hier Golf stehen, der muss 2 Jahre TÜV kriegen. Heute fahre ich hin. Gestern ging es ja nicht, weil ich hatte keine Zeit mehr. Wird schon schief gehen. Dann bis zum nächsten Mal. Nicht ärgern lassen. Fahrrad und munter und ihr wisst schon, für immer. Ciao.